weil hier irgendwie alles voller Efeu ist. Eva, 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 Eva. Okay. Dann gehen wir mal hier lang. Nein. Ach, abgeschlossen. Ich breche mir lieber nicht mit Gewalt durch. Wer weiß, was dann passiert. Nichts. Okay, dann habe ich was übersehen. Dann habe ich vielleicht was übersehen. Gucken nochmal. Da steckt ein Arm drin. Oder was ist das? Ach nee, doch nicht. Gut. Ansonsten. Oder können wir hier rüber? Ach, ja natürlich. Herrlich. Sieht nicht gut aus, Zack. Ich meine natürlich York. Okay, hier ist nichts. Dieser Blick. Hier, over here. Ja, ich komme. Immer diese Psychoten hier. Immer diese Paranoia. Oh Gott. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Pass da einmal nicht auf, ey. Schnauze. So, leg dich schlafen. Der Fleck ist noch nicht weg. Ich glaube, da kommt noch was raus. Da ist der Schrupper. Achso, von da kam ich. Ah, hier. Ein paar Krankenschwestern sind noch da. Da. Mein Scheiß. Alles klar. Und? Fleck weg? Nee. Nein. Ist noch was. Oho. Zwei Kisten, was mir nichts bringt. Und ich auch nirgendwo hinschieben kann. Na super. Jetzt habe ich mir selbst den Weg versperrt, indem ich die trage. Natürlich genau in den Weg schiebe. Auch nichts. Zack. Oh Gott, ich wusste es. Damit können wir sie wenigstens ein bisschen zurückdrängen, wenn der Fall enger wird. Na, zurück mit dir, du Abschaum. Zu, ich brauche den Schlüssel. Was Geburt der Hölle. York. Das übernehme ich. Amazing.
Okay. Stöhnig. Das bringt dir nichts. So. Hier ist nichts. Nichts. Hereinspaziert. Kommen sie rein, können sie rausgucken. Oh, ein Computertomograph. Nein, jetzt habe ich das in den Kasten getan. Ach, egal. So. Telefon. Ein Ausschalten. Ja, das nehme ich mit. Ich meine, es ist ja nicht umsonst hier ein Telefon. Feuer speichern, oder? Zentrale. Ich führe Selbstgespräche und das ist nicht gut. Okay. Zack. Sehr schön. Okay. Da vorne. Ich denke, der passt jetzt. Jupp. Und. Ah, der Ausgang. Okay. Ups. Ups. Wer hat deine Schrotflinte? Das ist verdammt scheiße. Okay. Ja, ist halt gut. Zwölferprojekt. Bulle. Ich habe nichts für dich. Keine geheimen Informationen. Und so wirst du nicht befördert. Ich bin vom FBI. Zum Glück. Ja, ich sag mal zum Glück. Habe ich hier keine Begrenzung der Munition. Zumindest für die Waffe. Also ich verstehe den Waffen. Schießen aber nicht. Seltsam. Jetzt kommt in den Kasten. Ich glaube, Heilung gibt es im Spiel genug.
Was ist das? Kann ich nicht... Ah, doch. Okay. Bandage Girl. Bandage Girl. Okay. Bin jetzt fertig hier, oder? Agent Morgan, if you're so desperate, then why not smoke two at once? Den Abschnitt habe ich irgendwie nicht verstanden. Vielleicht gibt das noch Sinn. Was zum... Mr. Hawkins, sind Sie das? Who's that old man? Der Kimmelmann. That's Harry. Harry Stewart. One of the bigger problems around here. His father started up a lumber trade he found in this town. Always dressed like that, never speaking to the townsfolk. Just FYI, he owns almost the entire town. Not that that makes any difference. So long as I'm around, he won't be getting away with any funny business. Ich bin dein Vater. Mr. Francis Yorkmore. Haste won't lead you to what you seek. Your eyes focused on your footing as we speak. So says Mr. Stewart. Nice to meet you too. How did you know my name? Mr. Francis York Morgan, information desires you, just as you desire information too. So says Mr. Stewart. Harry, stop trying to get in our way. Keep this up, and even you'll have to answer to the law. Mr. Francis York Morgan, with each rain, our town goes mad. To our disdain, unpreventable. So sad. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning. Simon says, leck mich. Then we shall depart, Mr. Francis York. Nimm mich einfach nur York. So nimm ihn nieder. Und jetzt verpiss dich. Los, verschwinde. Hau ab. Sagt, ich. That's how he always is. Always spouting that nonsense. Don't give it any thought. It's all gibberish. Emily here. Uh-huh. Oh. Okay, thank you, Thomas. Agent York, we've contacted the first witnesses to the crime scene. You can interview them where they found the dead body. Excellent. I was just about to ask if you could take me there. Cooles Ding. Juhu, abgeschlossen. Boah, sind wir reich. Wir haben schon $3000. Stillt den Hunger ein wenig. Naja, geht, ne? Kann man essen, muss man auch nicht. Forest Park. That's west from here.
Too far. Juhu, ich darf wieder fahren. Forest Park. It's the pride of the town. It has a beautiful trail leading to a viewing site over Velvet Falls. That does sound fantastic. Show me the sights. That may have to wait. We promised to be there by 1800 to interview the first witnesses to the crime scene. Okay. Aber das, meine Freunde, sehen wir wohl erst im nächsten Part. Bis dahin, Tschüssikowski.